meine Vision wäre eigentlich freies WLAN für alle. Das ist sozusagen die Maximalvision. Ich glaube, das wäre Deutschland würdig. Wir sind auf einem anderen Weg und ich hoffe, dass der auch irgendwann zum Ziel führt, dass wir also alle erstmal eine ausreichende Breitbandversorgung haben, um später dann daraus die ganzen Anwendungen fahren zu können. Also da gehört dann zum Beispiel auch dazu, dass man seinen Personalausweis meinetwegen nicht mehr persönlich abholen muss, sondern ihn online bestellt und auch dann meinetwegen zugeschickt bekommt. Als Städte- und Gemeindebund haben wir gestartet das Programm Gemeinde 5.0, wo wir gucken, wie sieht eigentlich eine Gemeinde im Jahr 2050 aus. Und da gucken wir, welche Anwendungen sind zukunftsträchtig, welche Modelle kann man umsetzen. Unter anderem zum Beispiel Online-Bürgerbeteiligungsmodelle haben wir gemacht zu bestimmten Projekten. Und nochmal, die Grundlage ist natürlich, wofür wir uns als Städte- und Gemeindebund auch einsetzen, ist eine Breitbandversorgung herzustellen. Und dafür kämpfen wir halt auch auf Landes- und auf Bundesebene um Fördergelder.